and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? Hallo, mein Name ist Fabian Aust. Ich bin der neue Teammanager vom Multivan Reda Biking Team. Und wir sind hier auf Mallorca bei unserem Pressecamp und haben hier die letzten Tage unser Team vorgestellt. Und ja, es gibt ein paar Veränderungen im Team. Wir sind nur noch 5 Fahrer. Unsere Marathonsparte haben wir verkleinert bzw. geschlossen. Wir konzentrieren uns dieses Jahr wieder mehr auf den Cross-Country-Weltcup hauptsächlich und eben alle großen Rennen, die es da noch gibt. Speziell die, wo man am Ende am besten mit einem Regenbogentrikot rauskommt. Wir haben nach wie vor unsere alten Spezialisten, die Topfahrer, den José Hamida, die Gunrita Dahle und den Rudi van Hout. Zusätzlich haben wir den U23-Weltmeister von 2011, den Thomas Litscher, mit am Start und auch so den neuen U23-Weltmeister Andrej Cink aus der Tschechei. Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung zwischen jungen, hungrigen und erfahrenen Leuten. Und ich denke, da lässt sich auch einiges voneinander abgucken und voneinander lernen. Wir sind mal sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird. So, this year we have In diesem Jahr gibt es viele Veränderungen bei Merida. Ein neues Bike, neue Grafiken und eine neue Farbe. Eine neue Ära bei Merida. Das gilt auch für die neu dazugekommene junge Generation. Thomas Litscher und Andrej Cink, sie sind gute Fahrer für die Zukunft. Ein Hamida kann sicher nicht 10 weitere Jahre im Rennzirkus an der Spitze bleiben. Ich bin sicher, dass es sehr schwer sein wird, einen der besten Fahrer zu ersetzen, die wir je hatten. Das war Ralf Neef. Vielleicht gelingt es nie. Aber das Team hat neue Fahrer verpflichtet, von denen ich denke, dass sie einen guten Job für Merida machen können. Sie können lange Zeit dabei bleiben und der Philosophie folgen, mit der wir 2004 angefangen haben. Sicher können Sie von mir lernen, aber was mich im Team und im Rennzirkus hält, ist, dass ich auch von den Jungen lerne. Wir können gut voneinander profitieren, die Jungen, Thomas, Andrej und auch Rudi. Ich zeige Ihnen die Tricks eines Retro-Typen und Sie bringen frischen Wind ins Team und das wird sehr wichtig sein. In den letzten Jahren habe ich zwischen 26 und 29 Zoll gewechselt. Im Juni 2012 bin ich dann komplett auf den 29er umgestiegen. Ich habe ein gutes Setup gefunden und Merida hat mich mit einem guten 29er versorgt. Ich bin meine ganze Karriere auf 26 Zoll gefahren. Es war nicht einfach umzusteigen. Es ist ja auch ein anderer Fahrstil. Jetzt kommt der 27,5 Zöller, das Beste, was mir passieren konnte. Es ist ein Rad, das gut zu meinem Fahrstil und zu meiner Statur passt. Zu Fahrern wie mir, 1,70, 1,72 groß, die sich auf dem Bike hin und her bewegen. Ein 29er ist sehr laufruhig, stabil und sicher, ein 26 Zöller ist das Gegenteil. Das neue Big 7, das wir jetzt bekommen, habe ich schon lange Zeit getestet. Die Geometrie ist super für mich. Das Rad ist ein Kompromiss aus dem Beschleunigungsvermögen eines 26ers und der Sicherheit und dem Komfort des 29ers. Ich hoffe, dass wir mit dem Big 7 so erfolgreich an die Spitze fahren, wie wir es mit dem 26 Zöller oder dem Big 9 in der Vergangenheit getan haben.
Hallo, ich bin Jürgen Falke, Leiter der Bike-Entwicklung bei Merida. Und hier auf Mallorca bei dem Presscamp des Multivan Merida Biking Teams präsentieren wir die drei Teambikes: das Big 9, den 29er als Hardtail, das Big 99, das dazu passende Full Suspension Bike, und jetzt neu als Weltpremiere das Big 7, ein 650B oder 27,5 Zoll Rad. Das einfach nötig war, weil wir ganz unterschiedliche Fahrertypen haben. Ganrita, die konservative Dame, liebt das Big 9. Die beiden neuen Jungs im Team, Andrej Cink und Thomas Litscher, sind eine neue Generation von Fahrern, die auch auf Fullies hervorragend zurechtkommen. Und beide sind groß genug, um auch mit dem 29er Fully sehr gut unterwegs sein zu können. Und José Hermida hat einen extrem aggressiven Fahrstil, ist nicht so furchtbar groß gewachsen. Und für ihn ist ein 29er immer an der oberen Grenze dessen, was für seine Körpergröße noch gut tut. Das Cockpit einfach einen Tick zu hoch. Und mit dem Big 7 hat er jetzt das optimale Bike. Agil wie ein 26 Zöller, vom Rollverhalten doch schon Vorteile der 29er Laufräder. Und somit hat jetzt jedes Teammitglied eigentlich das optimale Gerät, um im Weltcup erfolgreich unterwegs zu sein. Left us so brittle, there was so little left.